Okay. Lass uns gehen. So, schild mal. Ist ja Gott sei Dank nicht so groß. Nee, ist nicht so groß. Und wir haben Gott sei Dank noch Lupo. Und zwar Schule. So oft durchgedreht worden, der ist jetzt echt neutral. Ja, weiter. Kassetten. Achso, jetzt sind wieder hier los. Die haben wir nicht draußen gelassen. Nee, besser. Weil ich ein ordentlicher Junge bin, hat man ja kaum glauben mag. Oder? Krieg ich da keine Zustimmung, oder? Ja. Wie jetzt? Falsch, klingt da jetzt. Also, das nicht. Hier, aufmischen. Was soll ich hier ohne ich an? Haha, let's close. Na, die Kiste kann jetzt richtig weg danach, weil da ist ja nichts mehr drin. Da ist noch ein bisschen Müll, den keiner haben will. Das können wir dann für die Schale benutzen. Ein bisschen was ist ja drin. Das ist nichts mehr drin. Hast du gesagt, keine Müll. Ey, dann schmeiß mal den Rest im Müll. Viermal, ne? Weiß ich nicht mehr. Also, stand nichts. Das ist. Wie spät ist denn das? Der Bus im Keller. Okay, Marlies. Was wird neu? Berlin. Berlin Lockdown länger als am Altwerkes Lockdown. Berlin Lockdown länger als am 20. April. Doch, ne, haben sie gemacht. Haben sie verlängert? Ja. 24. April. Ja. Was heißt das jetzt? Keine Ahnung. Lockdown. Ja. Moin. Das haben ja deine Kinder auch schon wieder runtergefahren, ne? Wir sind ja eh zu Hause. Ach so. Ja, weil Marlies schafft das nicht. Marlies fühlt sich ja nicht so gut. Und die soll ja in die U-Bahn fahren, denn jetzt, die abzuholen, das geht nicht. Und eine Taxe können wir uns nicht leisten. Jeden Tag Taxi? 30 Euro? Nee. So weit, jeden Tag zu nehmen. Okay. Weiß. Ja. Oder das haben sie angesteckt. Was? Ja, die Nacht, ja. Jetzt? Ja, jetzt, jetzt heute Morgen, ja. Also drei Jahre haben die gesagt, so nicht? Keine Ahnung. Versicherung? Keine Ahnung, der Spaß wo und drin, nicht da los. Ja, das haben die ja gesagt, sozusagen, ich weiß nicht, also mit Lokal an die Schweiz gekommen. Gestern habe ich das erste Mal den Hans gesehen hier. Da ist das Essen, holen, aber das ist nicht gehen wollen. Der muss ich dort nach Hause holen. Nee, na klar. Ja. Lieferung für, Essenslieferung gibt es ja auch nicht, denn nee. An dem Tag ist alles zu. Ja. Komplett dicht. Die Leute haben wir alle. Ich sag ja schon. Ist eine verrückte Nummer da. Naja, aber so ist es. Harter Lockdown. Die ganze aus dem Fenster. Das ist so tote Hose, der hat kein großer Name, das ist tot. Ich bin gestern, Leute, gestern war Dienstag, ja. Da bin ich ja runter, hier haben wir Karstadt einkaufen, da haben wir fürs Fisch holen und bin auch wieder bei Rossmann gewesen, in Edeka, also, nee, das kannst du alles vergessen. Wolfgang, bis später. Ciao. Dann müssen wir erstmal auspacken hier. Der Spaßvogel brennt. Wieder Kneipe angesteckt, naja. So, dann schauen wir noch mal, was wir hier aus diesem guten Rad noch verwerten können. Denn, das habe ich gestern geschenkt bekommen, weil es hier einen Rahmenbruch hat. Wie man sieht, kaputt. Fast ganz durch. Und da
an der Schweißnaht. Direkt die Schweißnaht. Irre, wa? Zwei Bruchstellen. Das Ding ist durch, überbelastet, hat lange Jahre Dienste geleistet, ist halt hin. Und jetzt schaue ich mal, was ich an diesem Rad noch gebrauchen kann. Und hätte gerne, dass die Kamera weiterläuft und zeigt, wie ich das Ding auseinandernehme. Und naja, wie gesagt, brauchbare Teile packen wir jetzt beiseite und verwenden die weiter. Das ist ja Programm hier am Laden. Unabhängig davon, dass es jetzt hier nicht schleift am. Welch Wunder, die Schaltung funktioniert komplett in voller Gänze. Und das werden wir natürlich auch dementsprechend weiterverwenden. Schaltung und so weiter. Gut, also ich fange an. Die schieße halt der Mühe. Vordere Teile, das sind immer die vorderen Teile, die halten. Ah, Gottchen. Aber der war so. Kurz mal ab hier. Das Projekt kurz beiseite. Zack, ran. Cartridge. Oh, Digga. Wieso dreht er nicht frei? Was ist denn da los? Niemals! Okay. Bremse ist rot.
Okay, der ist hin. Wann habe ich schon, der nicht greift? Aber schaut mal, wie verbogen der ist. Hier. Der, da greift kein Belag mehr, weil der Belag immer schief rangebaut wird. Dadurch ist der auch schief abgebremst. Also der muss getauscht werden. So funktioniert es noch, aber das geht nicht. Kann ich nicht machen. Also, mir ist ja lieber die neue Mutti zu nehmen hier. Ja, die schlägt hier gegen. So, haben wir den. Ja, so. Ah, der ist. Mein Scheiß. Macht man nicht. So, Money, zock Money. Perfekt. Muss nur noch gucken, was die Bremse kostet. Was mich die Bremse kostet. Perfekt. Also, das war das. Habe ich auch noch nie gehabt, aber wahrscheinlich war die Bremse mal locker. So kann ich mir das erklären und dann ist sie so rüber geschnappt, zack. So schräg, war schräg dran an der Felge und jetzt hat es die richtig schön hier beschliffen, weggeschliffen. Und jetzt kriegt man hier keinen Bremsbelag mehr fest. Hier oben vielleicht noch, also wenn man eine ganz wenig Platz hat. Aber so ist jetzt nicht fahrbar. Also müsste man so Ausgleichsscheiben runterpacken. Das mag vielleicht noch mit bestimmten Bremsbelägen gehen, aber eben auch nicht. Ist auch nicht optimal und deswegen haben wir sie getauscht. Zumal die Feder jetzt auch nicht mehr so genial ist in der Spannung. Pflegezustand miserabel.
Check. One, two, one, two. Moment mal, aber bin ich bescheuert? Bin ich total bescheuert? Bin ich nur blöde? Mann. Entschuldigung. Boah, das Zeug stinkt aber wie die Pest. Ist zwar richtig gut, diese von Wirt, diese Schmierung, die erst sehr flüssig ist und dann so fest wird. So ein Haftspray ist das. Okay, das hier ist ein Check, ja, habe ich das schon gesagt, glaube ich, ja. Der Watt funktioniert so ziemlich. Ziemlich gar nichts mehr, meinten sie. Licht hinten funktioniert nicht, Bremse vorne ist lösen, miserables eingestellt. Braucht neue Bremsbeläge, braucht neuen Bremszug. Bremsbeläge. Nichts mehr da, wa? Mhm. Geile Nummer. Da war ich im Osterurlaub, sozusagen. Osterlockdown. Ach, genau, Lockdown, scheiße. Es gibt ja diese neuen Bestimmungen. Deswegen darf jetzt hier auch keiner mehr drin. Also habe ich gehört, zumindest. Wir werden mal oben absperren. Mit diesen noch härteren Bestimmungen oder so, ich weiß ja nicht. Also genau weiß ich es ja nicht, was da los ist. Aber da machen wir lieber mal einfach zu. Bevor man irgendwelche Fehler macht. So, das läuft einmal frei, das ist super, das ist wunderbar. Jetzt brauchen wir nur noch einen neuen Zug, neun Stück Zug. Wo habe ich denn den alten jetzt hingepackt? War das der hier? Ja, war. Da
Der war viel zu kurz. Total. Wow. Guten Morgen. So, den die dicken Kappen. Na, Bremse ist das A und O, sage ich immer wieder, das muss funktionieren, das muss wunderbar laufen und lieber einmal mehr den Zug tauschen, als einmal zu wenig, wo man dann auf einmal nicht mehr bremsen kann. Beziehungsweise die Bremszug vielleicht reißt oder eben nicht zuverlässig funktioniert. Das ist schon eine ganz wichtige Nummer. Natürlich, schnell fahren ist das eine, schnell bremsen ist genauso wichtig. Ching, drassa bumm, was war denn das? Käufer hat bezahlt. Achso, ja, gut. Ein DVD-Rekorder nach Russland schicken. Na, bin ich ja gespannt. Moskau. Da, 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 da. Kann ich ja Hans mitgeben, wenn er mal, hier mal nach St. Petersburg fährt. Zu hoch. Nicht so, also die Bremse an sich hat schon Spiel hier. Boah. Boah. Ist die Stauch, die Gabel? Das ist ein typisches Zeichen. Das typische Zeichen von der Stauchung hier, diese Tack und fest. Ist okay. Und hier, tack. Ein bisschen. FFP2, normale Maske und Gasmaske. Bitte, soweit. Ey, was haben wir jetzt? Maskenkollektion, Alter. Hey, MTV Cribs. Yo, that's my mask collection. Louis V, Chanel, Christian Dior, Prada, D&G, Armani, Hugo Boss Maske, Cerruti, Fendi. Wer kommt hier runter? Sag mal. Ja? Das passt nicht. Das DM-Paket ist zu klein für die Vase. Also, ich
Gott sei Dank. Alter, ich bin durch. Mal andersrum entspannen sollen. Dann wird einfach gewesen. Reicht. Machen wir doch noch mal weiter. Jetzt ist jetzt schon gleich 6:30. Dann machen wir doch noch mal weiter hier mit dem Rad. Das läuft schon raus. Stellen hier. Den zerlegen. Spatzen geschossen. Tja, siehst du, 69 Cent. Was? Wunderbar. Und dann auch noch das Schornsteinmodell in Schwarz. Ah, geil. Naja, genau. Was nicht verwechselt mit der Popo. Ach so, das war was. Ist ja auch gut platt gedrückt. Lose kann er ja sein. Mein Tag war besser. Mein Tag war ziemlich gut. Bums. Scheiße. So ist es halt. Was soll's. Ich lasse alle zu liegen wie das. Interessiert mich einen feuchten Kehricht hier heute. Ich geh nach oben. Schnauze voll.